Und jetzt darf ich ganz gerne an den ersten Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Gesunder Boden, Herrn Franz Rösl, übergeben. Bitte schön, Franz. Ja, liebe Freunde unserer Lebensgrundlage Boden, Boden als die Basis von Gesundheit für Luft, Wasser, Pflanzen, Tieren und Menschen. Ich darf euch hiermit alle persönlich und im Namen der Interessengemeinschaft Gesunder Boden ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Vielen Dank für euer Interesse, aber auch für euren Einsatz für unsere Lebensgrundlage Boden. Besonders begrüße ich unsere Referenten, Herrn Christoph Felgentreu, Herrn Prof. Dr. Michael Schloter, Frau Dr. Andrea Beste, Herrn Franz Griechenbauer, Herrn Simon Zeitler, Herrn Dr. Gernot Bodner und Frau Dr. Monika Krüger. Vielen Dank an euch alle, dass Sie Ihr Fachwissen mit uns heute teilen. Ja, lassen wir uns heute von herzensbasierten Wissensmenschen inspirieren und zeigen wir denjenigen unseren Dank, unseren Respekt, unsere Wertschätzung, die sich für die Gesundheit unserer Böden und damit auch für unsere Gesundheit einsetzen. Nun darf ich als Referent zu Ihnen sprechen. In der Schule habe ich gelernt, dass die Entwicklung des Lebens darauf beruht, dass der Stärkste gewinnt. Man hat sich damals auf die bahnbrechenden Erkenntnisse von Charles Darwin berufen, jedoch nur einen Teilaspekt seines Wissens betrachtet. Heute wird in der Schule gelehrt, dass das ziemlich anders ist. Viele Wissenschaftler wie Lynn Margulis haben den Blick darauf gerichtet, dass Entwicklungen in der Evolution durch Symbiosen entstanden und noch entstehen. Es gewinnt also nicht der Stärkste, sondern derjenige, der in der Lage ist, Symbiosen, also Lebensgemeinschaften, die zum gegenseitigen Vorteil sind, einzugehen. Je artenreicher das System ist, desto stärker, stabiler und gesünder ist es. Wir sind also gut beraten, wenn wir uns um Symbiosen kümmern, also um Artenreichtum, das sich gegenseitig unterstützt. Hierbei entscheidet das Milieu. Das sind die Lebensbedingungen. Wir haben früher gelernt, Leben besteht auf unserer Erde aus Fressen und Gefressenwerden. Aber tatsächlich ist es so, dass der größte Teil der Schöpfung Arten hervorgebracht hat, die sich gegenseitig nützen und voneinander abhängig sind. Viele Beispiele von Symbiosen sind uns aus unterschiedlichen Lebensbereichen bekannt. Zum Beispiel die Mykorrhizen, also die Symbiose von Pilzen und Pflanzen. Die Pilze erhalten von der Pflanze lebensnotwendige Energie in Form von Zucker. Die Pflanzen können nur in Verbindung mit Pilzen bis zu 1600% mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen als ohne diese Pilze. Die gesunde Pflanze entscheidet dabei, ob diese Symbiose eingegangen wird und auch, wie weit der Pilz in sie eindringen darf. Ein weiteres Beispiel sind Knöllchenbakterien, sogenannte Rhizobien. Diese Bakterien gehen mit Pflanzen aus der Familie der Hülsenfrüchtler eine Symbiose ein. Diese Lebensgemeinschaft führt zu einer umfassenden Veränderung der Pflanze bis hin zur Ausbildung spezieller Organe. Die Pflanze kommt wegen der Knöllchenbakterien an Stickstoff, welcher sonst für sie unerreichbar in der Luft wäre, und kann diesen an den Wurzeln anlagern und biologisch verfügbar machen. Davon können auch andere Pflanzen profitieren. Ein bekanntes Beispiel ist auch der Anbau von Kleegrasmischungen. Hier sammelt der Klee den Stickstoff und die Gräser profitieren von diesem Stickstoff. Deswegen ist Artenvielfalt so wichtig. Artenvielfalt wäre natürlich auch für alle Anbausysteme extrem hilfreich. Diese Symbiosen sollten aus biologischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen beachtet und auch genutzt werden. Auch wenn ein Samenkorn keimt,
zieht es diejenigen Mikroben, einschließlich Pilze und Bakterien, an, mit denen es eine Gemeinschaft eingeht. Diese Gemeinschaft ist im gesunden System ein Leben lang untrennbar miteinander verbunden. Die grundlegende Basis hierfür ist allerdings die Qualität des Saatguts. Entscheidend für einen gesunden Boden ist eine funktionierende Bodenbiologie. Diese basiert auf ausgeglichenen Nährstoffverhältnissen im Boden und einer guten Bodenstruktur. Richten wir unseren Blick auf den Menschen. In unseren Körperzellen befinden sich die sogenannten Mitochondrien. Diese stellen für uns lebensnotwendige Energie zur Verfügung. Auch diese Mitochondrien sind ein Symbioseprodukt aus Bakterien und menschlichen Zellen. Überhaupt, wir sind nur zu ca. 18% Mensch. 82% der Zellen an unserem Körper gehören unseren Mikroben. Diese Mikroben bestehen hauptsächlich aus Bakterien, Viren, Pilzen und Archaeen. Schauen wir auf unseren Darm. Hier befinden sich ungefähr 1,5 Kilogramm Bakterien. Diese besitzen lediglich eine Lebensdauer von Tagen, bestenfalls Wochen. Diese Bakterien müssen sich also ständig erneuern. Unser Stuhl besteht eigentlich nicht aus Überresten von Nahrung, sondern größtenteils aus Bakterien, und zwar lebendigen wie abgestorbenen. Bakterien machen ungefähr 75% der feuchten Masse unserer Fäkalien aus. Nur etwa 17% sind Pflanzenfasern. Die Masse der Gäste, die wir in unserem Darm beherbergen, summiert sich im Laufe unseres Lebens auf das Gewicht von 5 ausgewachsenen afrikanischen Elefanten. Unsere Mikroben stehen aber auch mit unserer Psyche in enger Verbindung. Sie beeinflussen unsere Psyche und unsere Psyche beeinflusst unsere Mikroben. Pro Sekunde werden ca. 50 Millionen Zellen in unserem Körper gebildet und lösen sich auf. Gleichzeitig finden Millionen von Immunreaktionen pro Sekunde im Menschen statt. Der Mensch ist also ein offenes Ökosystem, welches in vielfältiger Verbindung und Austausch mit seiner Umwelt steht. Wenn dieses symbiontische, hoch ausdifferenzierte System stark gestört wird, entstehen Krankheiten. Beeindruckend sind auch die Erkenntnisse aus einem der größten Forschungsprojekte der Menschheitsgeschichte, dem Humangenomprojekt. Zwischen 1990 und 2003 wurden von über 1000 Wissenschaftlern aus 40 Ländern das vollständige Genom der Menschheit identifiziert. Das menschliche Genom enthält die Gesamtheit der vererbbaren Informationen. Wir haben dabei erfahren, dass unser Erbgut nur aus 20.000 bis 30.000 Genen besteht. Das ist ziemlich ernüchternd, da jedes Getreidekorn doppelt so viele Gene hat. Warum ist dann der Mensch so besonders? Ja, weil der Mensch ein Produkt aus Symbiosen ist. Man spricht inzwischen vom Menschen als Holobionten, also von einem Gesamtlebewesen, welches neben seinen menschlichen Zellen eine Vielzahl unterschiedlicher Mikrobiome besitzt. Wir Menschen nutzen nämlich auch die Gene der Mikroben, die an uns und in uns sind. Dadurch können wir auf bis zu 15 Millionen Gene zugreifen. Unsere eigenen Gene betragen also nur knapp 0,2%. Ja, sogar mit Viren gehen wir symbiontische Gemeinschaften ein. Unser Erbgut besteht aus ca. 40% endogenen Viren bzw. Virenresten. Diese haben sich innig und gemeinschaftlich mit unserer DNA und RNA verbunden. Viren haben zur Entstehung
und zur Entwicklung des Lebens entscheidend beigetragen. Sie sind die ältesten biologischen Elemente auf unserem Planeten, die wir kennen. Sie kommen bei allen, ja wirklich allen heutigen Lebensformen vor. Und sie sind überall und sie sind die häufigsten. Viren sind überall dabei, wo es um Leben geht. Auch im Meerwasser befindet sich jede Menge Viren. Circa 1 Milliarde je Schluck und dennoch werden wir nicht krank. Viren können Gene aufnehmen, abgeben, mutieren, transferieren, rekombinieren und sich durch ungenaue Replikation verändern. Aber auch die Umkehrung gilt, denn Viren sind auch Lieferanten von Genen an die Zellen. Viren führen keinen Krieg, sondern spielen eine Art Ping-Pong mit dem Wirt. Dieser virale Gentransfer zwischen Mikroorganismen und allen sonstigen Lebewesen hat zu komplizierten Genomen geführt. Ja, Viren sind sogar für die Bildung unseres Immunsystems verantwortlich. Viren und Menschen sind eine überwiegend friedliche Koexistenz eingegangen. Wir befinden uns in einem fein austarierten Gleichgewicht mit unserer Umwelt. Der Mensch ist eine Art Superorganismus, ein komplexes Ökosystem. Ein gesunder Mensch besteht aus ca. 18 Billionen Zellen und ist besiedelt von ungefähr 80 Billionen Bakterien und unglaublichen 30.000 Billionen oder 30 Milliarden Viren. Man sollte sich wirklich gut überlegen, ob, an welcher Stelle und wie man Bakterien und Viren bekämpft. Wissen wir tatsächlich, wie sich diese Maßnahmen auf die riesige Zahl an Symbiosen auswirkt? Die Umwelt ist ein Produkt des Menschen und der Mensch ein Produkt seiner Umwelt. Wir sind untrennbarer Teil der Schöpfung und mit ihr verbunden. Wie gehen wir Menschen aber mit unserer Umwelt um? Wenn unsere Umwelt krank ist, ernten wir nicht die Qualität, die wir säen. Heute müssen wir ja, bis zu 8 Äpfel essen, damit wir die gleiche Menge des Spurenelementes Eisen aufnehmen wie vor 70 Jahren. Unsere wirkliche Aufgabe besteht darin, unser Mitgefühl, unsere Fürsorge, ja, unsere Liebe auf alle Wesen und die Natur in ihrer ganzen Schönheit zu richten. Wir Menschen sollen nicht nur aus der Natur nehmen, sondern auch in gleicher Weise geben. Alle Lebensprozesse werden über symbiotische Vorgänge gesteuert. Das gilt natürlich auch für unseren Boden. Wir Erdenbürger sind gut beraten, den Kontakt zur Mutter Erde zu halten. Zum einen physisch, also durch Anfassen. Am besten gelingt das, wenn wir mit gesunder Erde arbeiten. Wir sollten auch den Reflex von Babys und Kindern zulassen, mit gesunder Erde zu spielen. Wenn wir an gesunder Erde riechen, besiedeln wir unsere Schleimhäute und unsere Lungenoberfläche nicht mit Feinstaub, sondern mit Milliarden von gesunden Mikroben, bei jedem Atemzug. Elementar ist auch, dass wir nährstoffreiche Lebensmittel essen, die auf gesunden, lebendigen Böden gewachsen sind. Die Erfahrung zeigt uns, dass Viren, die zum Beispiel zur Maul- und Klauenseuche oder zur Schweinepest geführt haben, durch das Milieu in einem guten Kompost oder in einem gesunden Boden unschädlich gemacht wurden. Dabei ist gesunder, lebendiger, humusreicher Boden das Ergebnis eines symbiotischen Prozesses. Die Symbiosepartner hierbei sind die Pflanzen, das Bodenleben und der Boden selbst. Es geht also nicht darum, wie viel Nährstoffe man auf den Acker fährt, sondern dass die richtigen Nährstoffverhältnisse im Boden vorliegen,
die dieses symbiontische System unterstützen. Zwangsernährung und chemische Pflanzenschutzmittel sind gegen Symbiosen. Entscheidend für den Humusaufbau ist die wachsende Pflanze. Dabei spielen die Wurzeln, insbesondere die Feinwurzeln, eine entscheidende Rolle. Eine besondere Bedeutung hat auch die Diversität der Pflanzengemeinschaften mit ihren vielfältigen Symbiosepartnern. Behalten wir uns im Gedächtnis, dass sich das Mikrobiom unserer Böden vor allem über unsere Ernährung in unserem Darm widerspiegelt. Dabei spielt die Diversität der Mikroben die entscheidende Rolle für unser Immunsystem. Und unser Immunsystem ist entscheidend für unsere Gesundheit, Vitalität und für unsere Psyche. Um was müssen wir uns also kümmern? Um gesunden Boden. Vielen Dank.